Das Neujahrskonzert, hast du nicht davon gehört? Nein, wann ist wir? Ja, am 6.1. um 10.30 Uhr kannst du eingeben auf www.instrumenti.at und dann findest du einen Link zum Livestream. Was, ein Livestream? Singen ja. Das nicht in echt? Ja, wir singen wohl in echt. Aber halt, es wird aufgenommen und dann ausgestrahlt. Und ich glaube, in dem Teaser davor, 100.000 Menschen werden das anschauen. Ah ja? Ja. Singen, ja? Okay. Votre tosse bevule d'andre, Señor, Señor, cada vecli soldat. Oui, le torero, per vos s'entendre, pour plaisir, il sole combat, plaisir, que plaisir jour. Ich bin der Matthias Hoffmann, ich komme aus Absam und bin derzeit aber in Köln, bin dort seit 6 Jahren im Ensemble und ich freue mich jetzt wahnsinnig drauf, gerade wieder zurück in Tirol zu sein. Es hat ein bisschen gedauert. Ich wollte eigentlich Medizin studieren. Aber mein bester Freund hat mich dann irgendwie halt zu einem wilden Sängerknaben gebracht davor. Dann war ich dann dort mit 17 erst. Und dann später habe ich in Innsbruck angefangen zu studieren, am Konservatorium und dann in Wien. Ja, und da hat sich der Weg von der Oper halt so gegeben und dann auch die Liebe dazu zur Musik und zum Singen einfach. Also gesungen habe ich schon immer gern, aber das ist jetzt als Berufsweg zu wählen, das kam dann erst später die Entscheidung. Während ich jetzt, glaube ich, im privaten Leben eher doch fröhlich bin, kann man auf der Bühne halt dann auch mal einfach ganz viele ja, Schattierungen von sich selbst, die man halt sonst im Alltag einfach nicht ist, kann man dann auf der Bühne auch halt ausspielen. Und das macht mir halt unglaublich viel Spaß und da kann ich auch wahnsinnig viel Emotion hineinlegen und bin dann auch sehr, sehr begeistert einfach von dieser ganzen Sache, weil ja, es ist wunderschön, erstens mal zu singen und zweitens auch noch in Rollen reinzuschlüpfen und zu spielen und von dem her, ja, liebe ich. A bravo toro, hurle la foule, le toro va, il vien, e fra mon coro seguo, se bonnerie, plaide fider, il cour, le cirque, plaide song. Rollen, die mich wahnsinnig interessieren würden oder wahnsinnig fesseln würden, wären zum Beispiel Mephistophele oder Scarpia in Tosca. Auch der Escamillo zum Beispiel in Carmen ist so eine Rolle, die ich sehr, sehr gern irgendwann darstellen würde, ja. Das ist die Auftrittsarie vom Escamillo. Escamillo in Carmen ist ein Stierkämpfer, der Star von der Stadt einfach und von allen geliebt irgendwie. Und dann hat der auch irgendwie von der Carmen ist ganz eine spannende Beziehung zwischen den zwei. Und das, mit dieser Arie tritt er auf und präsentiert quasi sich und seinen Berufsstand und erzählt eben so, wie es in der Arena abgeht, wie der Kampf ist mit dem Stier, wie sie sich ins Auge schauen und wie die Arena voll Blut ist und wie die Pfeile im Stier stecken und auch wie das Publikum ausrastet und seinen Kopf verliert, also per monatet, und einfach dazu jubelt und diese Emotionen bringt er da raus. Und ein wunderbares Instrument, weil es eben ja, das Instrument ist, was dem Menschen am nähersten ist quasi. Es ist ja wirklich das... Ja, die eigentliche Seele ja auch irgendwie, was man nicht ausdrücken kann. Togarde, Toreador, Toreador, et songe bien, oui, songe en combattant, que nuit noire te dégarde, que l'amour tato, Toreador, l'amour tato, Toreador, Toreador. L'amour t'attend.